Das Wort für die FDP-Fraktion hat der Abgeordnete Jan-Markus Rosser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Peters, vielen Dank für den Bericht aus der Praxis und die ja wirklich eindrücklichen Schilderungen, unter welchen weiteren Folgen Opfer zu leiden haben, nicht nur unter der Tat selbst, sondern dann auch unter der Schwierigkeit, Entschädigung und damit auch einen Teil Genugtuung zu bekommen, aber auch das Problem. Und insofern, glaube ich, ist der 16.12.2016 eine Zäsur in Deutschland. Da ist nämlich besonders offenkundig geworden, wie hilflos, wie sprachlos der Staat mit dem Schicksal von Opfern gegenübersteht und wie unfähig er ist, angemessen auf das Leid zu reagieren, was den Opfern und ihren Angehörigen durch Taten angetan worden ist, die sich ja gegen den Staat richten und auch wenn Privatpersonen getroffen werden sollten. Die Justizminister der Länder haben nach dieser Tat, also dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz, schnell reagiert und das Thema Opferschutz durch einen entsprechenden Beschluss auf die politische Agenda gesetzt. Und auch das nachdrückliche Eintreten der Opfer und ihrer Angehörigen für ihre persönlichen Anliegen, die sich nicht haben entmutigen lassen durch die Reaktion der Politik, waren mit ausschlaggebend, dass dieses Thema aktuell ist und behandelt wird und die Politik reagieren muss. Aber es bleibt dennoch viel zu tun, denn noch immer empfinden viele Opfer und deren Angehörige den Umgang mit ihnen und ihren Anliegen nach Straftaten, die sich ja nicht gegen sie, sondern gerade gegen den Staat richten, oft verstörend und verletzend, wie mit ihnen und ihrem Leid umgegangen wird. Wir sind sicherlich alle einer Meinung, dass es richtig gewesen ist, dass das Bundesverfassungsgericht den Anspruch von Tätern auf Resozialisierung in einen Verfassungsrang gehoben hat. Denn das ist Voraussetzung dafür, dass Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind, in die Gesellschaft reintegriert werden und sich einfügen und Abstand nehmen von entsprechenden Taten. Aber es ist eben auch die Aufgabe des Staates, für Prävention zu sorgen, und deswegen ist das in den Blick nehmen der Täter wichtig gewesen. Aber was wir dabei nicht vergessen dürfen und was in der Vergangenheit ein Problem war, war, dass wir zwar den Täter in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit gesetzt haben, aber dabei die Opfer nicht hinreichend berücksichtigt haben. Und das ist ein Fehler gewesen. Und im Jamaika-Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode haben wir das Thema bereits aufgegriffen. Und ich darf zitieren, die Opfer von Straftaten und ihre Angehörigen dürfen mit den Folgen der Taten eben nicht allein gelassen werden. Deshalb wollen wir in der Opferbetreuung die Zusammenarbeit mit freien Trägern wie dem Weißen Ring, mit Vereinen und mit Interventionsstellen gegen Gewalt in sozialen Beziehungen intensivieren. Wir werden die Hürden für die Inanspruchnahme solcher Hilfeleistungen absenken. Genau das setzen wir heute mit diesem Gesetzentwurf um. Die Aufgaben und Institutionen sind in diesem Gesetz konkretisiert, denn der Staat allein kann, wie in vielen anderen Fällen auch, und das haben wir gestern in der Flüchtlingsdebatte gesehen, nicht allein für die Unterstützung der Opfer sorgen. Die bestehenden Vereine und die Institutionen wie der Weiße Ring und alle anderen sind und bleiben die wertvolle und unabdingbare Unterstützung bei der Opferbetreuung in der täglichen Praxis. Dafür danke ich den Bürgern und Bürgerinnen, die sich ehrenamtlich engagieren, und den Institutionen hier ausdrücklich, ich denke im Namen aller Kollegen. Der Opferbeauftragten. Die Opferbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein ist bereits seit dem 1. Juli 2020 im Amt, weswegen es bereits jetzt einen Tätigkeitsbericht gibt. Ihre Aufgabenbeschreibung haben wir nach den Anhörungen und Gesprächen mit betroffenen Vereinen und Institutionen, insbesondere auch aufgrund eines langen und intensiven Gespräches mit dem Weißen Ring, wie folgt definiert. Die oder der Opferschutzbeauftragte ist für die Anliegen und Belange Betroffener von Straftaten die zentrale Ansprechperson,
der schleswig-holsteinischen Landesverwaltung. Sie fördert die Kooperation der im Bereich des Opferschutzes und der Opferhilfe tätigen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen untereinander in Schleswig-Holstein. Diese zentrale Anlaufstelle hat damit eine Informations- und vor allen Dingen eine Lotsenfunktion. Sie unterstützt Betroffene auch im Umgang mit Behörden bei der Klärung ihrer anschlagsbezogenen Anliegen. Sie ist die politische Stimme der Betroffenen. Bei der Durchsetzung der Interessen der Betroffenen in Politik und Öffentlichkeit wünscht die FDP-Fraktion Ihnen, Frau Stahlmann-Liebelt, alles Gute und vor allen Dingen viel Erfolg in Ihrer Arbeit in Zukunft. Vielen Dank. Applaus